So, hallo, da sind wir wieder. Und um uns nochmal unsere Pläne vor Augen zu halten, wir wollten ein Trike oder Stego zähmen. Wir haben 1, 2, 3 Tyranodon. Ein Oviraptor. Erfolgreich. Ein Raptor. Und ein Kano. Ja, und ich und diese Meute, wir sind nicht alleine. Ich habe noch Imja und Biechen dabei. Hallo. Hi. Hello again. Da rennt der nächste Raptor am Strand. Ja, zehn, aber ich würde jetzt mal sagen, wir holen uns jetzt erstmal das, was wir auch wirklich haben wollten. Ich habe nämlich ganz viele Berry Baits und die werden so langsam schlecht. Aber wir brauchen doch auch kleine Reittiere und Raptoren sind einfach perfekt im Pool. Wenn da noch einer ist, Raptor. Ja, der ist aber gerade abgehauen, glaube ich. Fang ihn ein! So. Der rennt da drüben. Haben wir noch Fleischbait? Ich habe noch 9 Stück, ja? Ja, dann lass uns den zähmen. Da ist er doch. Gut, aber danach holen wir uns den Stego. Ja. Aber zieht jetzt bitte keine Akro, weil sonst haben wir hier gleich Riesen durcheinander, ne? Ja. Wobei mittlerweile sind wir, was unsere Verteidigung angeht. Ja, ja, das schon, noch. Aber dann ist halt der Raptor hinüber. Aber ja. Enjoying being fat by you wahrscheinlich jetzt. Genau, das sieht schon mal ganz gut aus. Der ist blau, der leuchtet blau, der ist gut. Kann ich schon hin? Das weiß ich nicht, ob du jetzt schon hin kannst. Nee, aber du hast ja noch zwei. Wenn der rot ist, wenn er rot leuchtet, darfst du noch nicht hin, definitiv. Ja, er leuchtet blau, dann kann ich ja hin, ne? Nein, theoretisch schon. Ich werde mir Legt er sich mit dem Stego an, der Vollidiot, oder was? Nee, wenn er angefüttert wird, nicht. Ja, er ist lieb, ich kann ihn streicheln. Ja, genau. Ah, oh, super. Das ist eben wegen der blauen. Bau schon mal noch einen Raptorsattel, beziehungsweise gucke, ob wir das bauen können. Nein, der ist auch sehr perfekt hier mit den. Mit den wir haben am Strand, ne? Feder. Ball. Jetzt läuft der so wild hier. Kreuz und Not quer. Enough. Nee, der legt sich mit dem Stego an. Wieso legt er sich mit dem Stego an? Hasan. Aber der Stego ist schon angeschlagen, vielleicht schafft. Wenn wir ihn unterstützen, haben wir den Raptor noch. Oh. Ich hab mal ein bisschen geholfen. Ja. Ah, jetzt. Oh, ich hau mal ab. Der ist voll auf Aggro gebürstet hier. Bürstet, ja. Hast du ihm schon was. Also hier liegen überall Baits, also ja. Wir sollten ihn doch eigentlich. Ja gut, aber den Para hat er jetzt gleich, der hat ihn jetzt down, jetzt lass. Ja, der voll mit Fleisch und Leder. Hab ich irgendwas, was ich wegschmeißen kann? So ein Stein. Nee, lass. Ich bin in der Nähe, also. Ach, ich hab die Dodo-Eier noch im Inventar. Kannst du mir die mal abnehmen? Er hat jetzt wieder gefressen, glaube ich. Ja, da lag noch ein Bait. Oh, ich habe tatsächlich jetzt mal endlich ein paar Meldungen oben gekriegt. Oh. Hast du die jetzt hier hingeworfen? Nee. Warte, ich schmeiß hier noch ein Bait hin. Was ich zeige, und dann werfe ich dir mal die Dodo-Eier. Wir haben, sogar zwei Prime-Fleisch jetzt. Ich brauche schon mal einen Raptorsattel. Streicheln. Oh, ist gleich fertig, ja. Huch, da ist er. Was haben wir denn hier für ein Level? 75. Na ja. Oh, das ist stattlich. Könnte besser sein, könnte aber schlechter sein. Ach Leute, das ist der Anfang. Ja. Wir werden nachher 150 haben. Ja, der Margarine war eine 140erin, sagt nichts. Okay. Ja, aber Margarine wollte. Das ist, glaube ich, der vorhin dabei. Hey, halt, stopp. Ich habe einen Sattel. Ah, oh, sehr gut. Oh, es ist ein Männchen. Mate Boost. Perfekt. Hm. Der braucht noch einen Namen. Wir müssen generell noch ein paar Namen verteilen hier. Muss man auf neutral stellen. Das vergisst du immer. Ja. Verhalten. Jetzt hat er aber den Stego gefressen, den wir eigentlich zähmen wollten, ne? Oh mein Gott, da kommt doch noch ein anderer.
dort hoch. Oder wenn wir jetzt drei Raptoren hätten, dann könnten wir einen Ausritt machen und was zählen. Wieso heißt unser Kanu Cäsar? Weil. Wie heißt du hier? Hühnchen. Das war das Hühnchen. Wir brauchen Futtertrogen. Kann den einer schon bauen? Ich glaube. Ich habe zwischendrin so viel gelevelt jetzt schon wieder. Jupp. Haben wir alles dafür da? Nein, uns fehlen Fasern. Das ist ja mal was ganz Neues. Och. Und es rennt ein, ich glaube, ein Tech-Raptor, oder? Ist das ein Raptor? Ich sehe es gerade gar nicht. Der könnte auch ein blutiger Raptor sein. Ach du, meine Güte, Hilfe. Was? Wo denn? Bei den Moshops im Wasser. Oh, Ich schmeiß Bates, lauft mal weg. Ich bin gar nicht an der Hütte. Ich häng fest an den Tieren hier. Hier gibt's so viele. Die sind auch neutral, ne? Die greifen den an, wenn du den, wenn er den angreift. Ja. Hau ab, Galli. Ja, dann hätten wir ja schon drei. Am Strand ist nämlich auch Agro. Noch einer. Verdammt. Oh, das ist ein Tech-Raptor. Verdammt. Ich habe auch noch einen Raptor gefunden. Ja. Ich hätte hier einen Raptor gefunden. Ich bin jetzt tot. Tech-Raptor 180. Ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Ich bin tot. Verdammt. Gleich. Okay, jetzt haut er. Ich bin auch tot, aber unser Raptor... Der ist 180, der Tech-Raptor. Oh, verdammt, ganz viele Schadenszahlen sehe ich. Ja, der eine ist auf dem drauf. Nein! Oh nein, Margarine. Deine Butter, ja. Die tun aber auch nichts hier. Nee. Ich habe mal irgendwas gepfiffen, jetzt sollten sie was tun. War das Margarine? Margarine ist tot. Nein. Oder war das? Nee, Butter war's. Butter war's, ja. Butter. Oh, ich bin gespawnt und hier ist irgendwas Lautes. Hier ist Kanu. Oh. Gegenüber von unserer Basis ist ein Kanu. Oder ist das unserer? Das könnte auch unserer sein. Könnte auch unserer sein. Der da hat's hingerannt? Oh, Tablettenbäcker, verdammt. Ja, ich kann ihn pfeifen, unseren Kanu. Chaos. Ja. Das war die falsche Tasche. So, du bleibst stehen. Ich will an meinen Loot kommen, aber mich hat ein Level 60 Raptor getötet. Und wo ist denn jetzt der Tech-Raptor? Ist der jetzt tot? Ich glaube. I don't know. Ich glaube, unsere Tiere haben den zerlegt, weil. Aber wo liegt denn vielleicht? Sonst wird unser. Wäre unser Kanu und alles. What? Oh, scheiß Galli! Hab ich mich verjagt? Haben wir schon einen Futtertrog? Gebüsch, ey. Nee, das haben Fasern gefehlt. Aber ne? ist Margarine ja, und so sind noch da, ne? Ja, Margarine war jetzt noch da, ja. Und falscher Dodo ist auch noch da. Der Kanu ist auch da, die Petri ist auch. Ich guck mal ins Triblock. Falscher Dodo hat ihn getötet. Der hat nämlich so Tech-Schrott in sich drin. Ich hab einen Raptor. Und bin gleich tot. Wieder ein 100er. Level 60. Ja, das ist der, den ich auch gerade gefunden habe. Der kommt zu diesem scheiß Galli, Alter. Sonst muss Margarine den mal wegfuttern. Ja, ich sitze schon. Ja, B sitzt schon auf Margarine. Sehr gut. Und ich spawne in der Nähe, wo der Rex war. Oh, Hilfe. Irgendwas ist da gerade hinten runtergefallen von der Kippe. Vielleicht sollten wir hier so einen kleinen Zaun aufstellen, damit die Tiere nicht gleich immer angegriffen werden. Könnte keine schlechte Idee sein. Ist irgendwie so ein bisschen gefährliches Fahrzeug. Firumir, wir haben Firumir-Sattel gelootet. Das müssten wir uns eigentlich zähmen. Wir können zwar nichts mit anfangen, aber. Wir hätten eins. Warte mal, kann ich hier vielleicht wenigstens falscher Dodo mit ins Haus nehmen? Moment. Da läuft ein Kanu da drüben rum. Das ist ein Kanu. Ja. Kanu von der Klippe gefallen anscheinend.
mal in die Baitstation. Vielleicht kannst du ja noch ein paar Baits, dann können wir vielleicht noch den Kano dann ziehen. Der hängt nämlich gerade fest. Ja, aber ich fürchte, das scheitert an Fasern und die Fasern, die ich gelootet habe, liegen mit meinem Loot gefressen von dem Level-Dingsbums-Raptor. Und ich habe 26 Fasern geschafft, ehe ich vom Raptor getötet wurde. Moment, Fasern können wir ja hier jetzt gerade noch machen. Ja, das kannst du mal machen, Leute. Ich versuche mal hier gerade. Ich sammle mal wieder nur Steine. Jetzt habe ich Fasern. Ist denn einer? Welche Level habt ihr denn? 25. Ab wann kann man eine Sichel machen? Wir müssen erstmal Metall. Dann, wenn man eine Forge hat. Ja. Wir haben ja Metall. Wir haben 37 Metall oder sowas. Ich guck mal, ob ich die Forge lernen kann. Weil für die Forge brauchst du ja nur 65 Leder. Ja, das haben wir auch alles. Kann ich lernen, kann ich bauen. Ja, aber nicht jetzt. Jetzt machen wir erstmal Baits für den Kano. Ja, deswegen ja, wegen den Fasern. Wenn wir eine Sichel schnell herstellen könnten, wäre das einfacher. Weil mit der Sichel können wir ganz viel fasern. Fasern. Kannst du die mal in die Baitstation machen, die Fasern, die du hast, Bi? Ich mach meine mal hier rein, könnte. Ich hab gerade in den Tisch hier reingeschaut. Ja, gut, dann kann man auch pullen. Achso. Brauch 5 Feuersteine, bevor ihr das alles verkloppt. So. Versuch mal meinen. Da ist jetzt der Kano und da drüben ist auch noch der Raptor. Vielleicht kriegen wir die ja beide. Brauch Fasern. Hier sind noch 6 Feuersteine in dem. Feuerstein habe ich mir genommen, was ich brauche. Ich brauche Fasern und dann brauche ich Stein. Oh, hier steht noch ein Petri von uns. So. Ausgerechnet 180 Attack Raptor kommt, das war ja wohl auch eine fiese Nummer. Den hätten wir eigentlich zähmen müssen, ne? Ich hätte ihn ja, so gern gehabt. Der war so, der war ja gleich Akku, das war ja scheiße. Ja, und ich mag Tech Raptoren echt gerne. Nein, überhaupt nicht. Woher denn? Ich auch nicht. Ich mag überhaupt die Tech-Tiere nicht so gerne. Doch, eigentlich schon. Mittlerweile. Also, aber den Tech Raptor, der war echt hübsch. Ja, also Tech Raptoren finde ich. Ach, jetzt brauche ich ja gar nicht so viel. Generell bin ich auch von den Tech-Tieren gar nicht so der Riesenfan, aber Tech-Raptoren finde ich toll. Ich habe jetzt übrigens meinen Loot wieder und komme jetzt wieder zurückgeschwommen. Brauchst du denn jetzt noch Fasern? Ich habe noch welche jetzt in die Dings reingeschmissen. Baitstation. Achso, Holz. Oh, ich schwimme viel zu viel gerade. Ich hasse Wasser. Haben wir denn schon mehr Metall, oder? Oh ja. Ja, haben wir 35 oder so drin gehabt. Dann müssen wir ja eine Werkbank auch. Ja. 43. Müssten wir aber eigentlich die Ship-Missy haben, oder? Wenn ich die Ship-Cargo-Dekor-Dings da habe, oder? Der Raptor kommt. Ich mach jetzt mal die S+. Kann mal einer neutral pfeifen? Was ist damit wirklich an AD? Die machen's. Okay, der Raptor hat sich erledigt. Ui. Brav gemacht, Leute. Ich pfeife mal gerade J, ja? Ja. Mal an die Spitze hier der Insel oder so. Metallbarren brauchen noch ein bisschen. Jetzt mach ich. Stimmt, wir können ja. Das dauert mir so lange mit dem Verfall hier. Sind denn die Pittipus noch alle da? Ich glaube ja. Ja, die sind noch alle da. Okay, Gott. Oh. Haben wir denn jetzt schon einen Futtertrog oder so? Ich habe ihn gelernt, aber noch nicht gebaut. Fasern. Da fehlt ein Auffasern. Stimmt, ja, irgendwas fehlte da. Können wir gleich. Also der Kano. Fiumia, warum rennst du hier rüber? Alter, das Fiumia pullt noch den Kano nachher hier rüber.
Hm? Jomia läuft genau auf den Kano zu. Oh. Stell dich davor, dass er nicht hinläuft. Nee. Doch. Doch, ich sehe. Ja. Ich seh's doch, ich kann es sehen. Ja. An dem Strand da drüben wird gerade alles gekillt. So, jetzt muss ich erstmal ein paar Sachen lernen hier. Also das Fiomia hat jetzt sich festgekeilt zwischen Baum, zwei Felsen und der Kano versucht es zu futtern. Also wenn du Baits hättest, wäre das perfekt gerade. Für den Kano meinst du? Ja. Mir fehlen nach wie vor Fasern, ne? Oder? Immer noch? Ich habe da schon welche reingepackt. Ich habe auch noch nicht wieder... Warte, noch welche reingepackt. Warte mal. Also Sichel kommt erst ab Level 30. Ah, aber ist ja fast, wenn du 20 bist. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass wir dann gleich direkt... Dann können wir auch Metallwerkzeuge bauen. Ja, die können wir jetzt gleich, aber... Warte mal, noch zwei. Ach. Kannst du machen? Spitzhacken ja, Äxte noch nicht. Aber wenn wir damit jetzt Flusssteine klappen, haben wir gleich genug Metall, um die Äxte auch zu machen. Kann man dieses komische Tech-Metall auch einschmelzen? Altmetall? Ja. Ja, das ist wie normales Metall. Weil die Pittepe und Falscher Dodo haben wohl den Tech-Raptor gegessen. Okay. Mhm. Und wie normales Metall wird das für mich. Ah, jetzt kriegt man wenigstens auch wieder ordentlich Feuerschein. Ja, das mit Metallwerkzeugen sieht das alles schon ganz anders aus. Ne? Yep. Habt ihr jetzt schon Baits gebaut? Nee, nie gemacht. Ich nicht. Ich dabbel gut. Guck mal. Also hier sind jetzt fast über 300 Fasern drin, also. Ja, wir können 16 Stück machen. Ach, ich habe ja schon genug Pfeile drin. Andro läuft immer noch darin. Ja, 16 Stück am Spieß haben wir jetzt, 17. Okay. Mhm. Und bei den weiteren fehlt Zündpulver, das können wir jetzt auch ohne, also um noch mehr zu machen. Aber es reicht ja eigentlich. Kannst du noch einen Futtertrog bauen? Ja. Aber dann kümmere ich mich mal um. Kannst du mir den dann gerade in den Carpentry Table machen, dann kümmere ich mich mal drum, dass wir das da den füllen. Ja. Ich kann ihn auch direkt platzieren. Ich mache mir meinen Cup-Tüte. Hast du Angst, dass ich ihn falsch setze? Ja. Wenn du den S Plus machst, dann kannst du ihn ja versetzen. Habt ihr die. Ihr habt die ganz ruhig Tür auf manuell gestellt, oder? Was? Nee, was? Nee, nee, ist auf, ich auch nicht. Die ging nur gerade einmal nicht auf. Oh, du bist das bereit. Sind hier keine Flusssteine mehr? Kann sein, weil ich sie weggehauen habe. Ja, ich guck mal, vielleicht haben wir jetzt für die Äxte genug. Ich hätte gerade noch was reingeworfen. Für eine Axt haben wir genug. Ja, da laufen ja noch 54 durch, also. Ja. Könntet ihr mal eure feingelassenen Sachen nicht vor den Tischen oder sowas machen? Das wäre irgendwie ganz toll. Bären brauchst du da gerade keine reintun.
Ja, die hatte ich aber im Inventar und ich glaube, die halten darin besser, länger als in der Kiste. Im Vordruck, ja. Ja. Definitiv hält da Fleisch alles in der mehr in der, als in der Kiste. Ja. Bippelwagen. Ja, dann pulle ich mal die ganzen. Ja. Ich hole noch Bären ein bisschen Flusssteine hier. Mein Dodo. Wurdest du von irgendwas angehauen, Dodo? Wieso bist du so aufgeregt? Normalerweise, wenn sie angefressen wurden. Ah, oh, ich höre ein Kanu. Deswegen bist du so aufgeregt, Dodo. Ja, mach schnell die Baits. Hab ich. Ich kann die schon werfen, eigentlich. Ah! Nein, kann ich nicht. Er ist auf uns rein, so scheiße. Ich lock ihn weg. Oh, Hilfe. Ja, lock ihn weg und sterbe. Und dann können wir noch zählen. Es sind zwei. Am Strand ist noch einer. Nein. Doch. Oh ja, ich... Bist du schon tot, oder was? Nein, ich lebe, aber er hat meine... Ich glaube, ich habe noch Aggro. Aber ich habe die Baits, ich darf nicht... Doch, musst du gerade. Vielleicht kannst du ihn irgendwas... Nee, kannst du nicht abstreifen. Scheiße. Stimmt, das mit dem Abstreifen wäre eine Idee gewesen. Ja, wir müssen ihn irgendwie jetzt... Ich glaube, wir haben gleich ein Problem. Ja, wir müssen irgendwie an die Baits kommen. Ja. Ich sehe ja, wo mein Loot ist. Wir müssen den Kanu da weglocken. Schmeiß alles gerade von mir das in den Tisch. Das sind zwei Kanus. Ja, ich schmeiß gerade meine Ausrüstung in den Tisch und lock ihn dann weg. Ja, und ich versuche außenrum an meinen, Loot zu kommen. Die laufen, glaube ich, direkt in die Richtung von deinem Loot. Nee, die laufen Nein, genau die laufen in die andere Richtung. Ah, okay, super. Ja, die haben sich jetzt gerade von dem Pütepö auf die Schildkröte umentschieden. Oh Gott. Da auch noch zu zweit. Laufen jetzt zweifacher Eintracht darum. Ich hab meinen Loot. Okay. Versuch mal gleich abzuschießen, da dein Debate. Ja, ich versuche hier auf die Steine oben hochzukommen. Ja, ich bin auch hier, weil ich die eigentlich ablenken wollte. Von hier oben kann ich die doch gut runterschmeißen, oder? Ja. Weil wenn solange die Aggro haben, kriegst du die nicht. Ja, der 90er ist auf jeden Fall schon mal, der 25er auch. Ja, wo ich bin. Die leuchten, ich kann hingehen, oder? Ja. Nee, der eine ist rot, stopp. Nicht hin. Solange der nicht Ja, der eine ist schon, der andere nicht. Ja, der eine ist schon, deswegen bin ich verwirrt. Ja. Nee. Der ist wahrscheinlich höher im Level, der andere. Hast du genug Baits? Ich hab noch 9 und ich hab ganz viele schon hingeschmissen. Ah, okay, super. Die sind jetzt auch gerade, da ist jetzt auch gerade nichts anderes am Strand, das ist ganz praktisch. Komm mal zurück und versuch nochmal ein paar Baits herzustellen, weil ich glaube, das reicht nicht für 9 Stück, oder? Ja, wie viele liegen denn am Strand schon rum? Zu dem einen könnte ich jetzt hingehen, ne? Ja, aber bei der den kommt anderen, schon der holst du die Aggro. Nee, lass mal. Bleib mal weg. Die sind zu nah aneinander. Der kommt aber schon zu mir hier. Jetzt, dann kannst du streicheln, ja. Nee, der ist... Geh weg, Nini. Der wird dich angreifen. Der hat ein Geschenk für mich. Ja, dann nimm das und geh weg. Aber der andere ist noch rot. Du musst den wegziehen. Wenn du den nämlich jetzt zähmst, wird er gleich angegriffen von dem anderen. Nee, das machen die den nicht, ich hab den schon gezähmt gerade. Dann geh weg von ihm. Der andere holt sich den Pütipü. Sehr gut, aber jetzt habe ich den anderen, Muss mal im Auge behalten, wenn der... So, den habe ich abgestellt. Ja, okay. Liegen da, wo der jetzt rumläuft, genug Baits? Da, wo der ist nicht, nein, die sind weiter links. Nicht jetzt Baits hinschießen, weil der ist noch Aggro auf dem Pütipü. Ja, ich habe da jetzt auch... Den kriegst du nicht. Ich habe jetzt... Das könnte vielleicht... Ich muss mal... Ja, ich muss mal Gamma... hingeben. Der ist immer noch voll Akku, der Kerl. Okay. Jetzt gerade mal meine Ausrüstung hier. Guck mal, dann produzieren wir jetzt meinen Cliffhanger. Dann machen wir jetzt hier
hier Ende und sehen dann beim nächsten Mal, ob wir ob wir den Kanu gezähmt kriegen oder nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye. Tschüss.